Die Geschichte der Indianer in Nordamerika wird in Epochen oder Perioden und diese in einzelne Kulturen eingeteilt. Die erste Periode ist die der Paläo-Indianer bis etwa 8000 vor Christus. Auf sie folgt die archaische Periode. Ab etwa 1000 vor Christus teilt sich die Entwicklung regional auf. Im Südosten und Osten Nordamerikas beginnt die Woodland-Periode bis etwa zum Jahr 1000 oder weiter im Norden 1200, als sie von der Mississippi-Kultur, insbesondere im American Bottom, dem Kerngebiet um den Mississippi River, in den heutigen Bundesstaaten Missouri, Illinois und Kentucky abgelöst wurde. Weiter nördlich an den großen Seen entstand gleichzeitig die Kultur der Oneota. Beide Kulturen bestanden etwa bis zum Eintreffen der ersten Europäer und dem Beginn der historischen Zeit. Der kulturelle Wandel durch die eindringenden Europäer, der Bevölkerungszusammenbruch durch eingeschleppte Krankheiten und die systematische Verdrängung der Ureinwohner nach Westen schufen erst die Indianervölker, denen die Weißen bei ihrem Vordringen in das Innere des Kontinents begegneten und die das Bild der Indianer bis heute prägen. Es entwickelten sich hunderte Indianerstämme, die überall auf dem nordamerikanischen Kontinent lebten. Und längst nicht alle hausten in Zelten. So zum Beispiel die Pueblo-Indianer. Waren sie ursprünglich Jäger und Sammler, so wandelte sich etwa ab 750 ihre Lebensweise mit beginnendem Ackerbau. Eine feste und sichere Nahrungsquelle ermöglichte das dauerhafte Verweilen an einem Ort. Die ersten festen Häuser wurden gebaut, sogenannte Pit Houses. Mit dem sesshaften Leben entwickelten sich auch handwerkliche Fähigkeiten weiter, wie die Töpferei, das Fertigen besserer Werkzeuge und Jagdwaffen und die Schmuckherstellung. Auch die Bauweise änderte sich. Häuser wurden ebenerdig mit senkrechten Wänden gebaut. Zunächst mit Baumstämmen, die mit Lehm verputzt wurden, und später dann aus Stein. Mit dem Wachsen der Bevölkerungszahl wurden weitere Räume an die vorhandenen angebaut und nach entstanden größere Siedlungen. Schon zu Zeiten der Anasazi war die Pueblo-Kultur eine sehr komplex strukturierte Gemeinschaft. Wahrscheinlich gab es sogar schon bestimmte Aufgabenverteilungen und Spezialisierungen. Während in Mittel- und Südamerika indianische Hochkulturen entstanden, wie die Inkas, Mayas und Azteken, so gab es derartiges in Nordamerika nicht. Hier entwickelten sich über 400 Völker mit eigenen Kulturen und Sprachen in kleinen eigenständigen Gemeinschaften, die als Stämme bezeichnet wurden. Das Land der Indianer war Gemeinschaftsbesitz und ihre Führer, die Häuptlinge, wurden in der Regel wegen ihrer herausragenden Fähigkeiten ausgewählt, nicht aufgrund einer familiären Erbfolge. Die zahlreichen Indianerstämme lebten ein einfaches, aber ausgeglichenes Leben inmitten einer unendlichen, wunderbaren Natur. Doch das sollte sich mit dem Jahre 1492 ändern. Die Kolonialisierung Amerikas war von Anfang an mit Gewalt und Kriegen verbunden. Hatten die einrückenden Engländer, Franzosen und Holländer zunächst vor allem die Ausbeutung des Landes im Auge, so kamen sehr bald schon Massen an Auswanderern, die hier in der neuen Welt siedeln und langfristig leben wollten. Die Gründung britischer Siedlerkolonien an der nordamerikanischen Atlantikküste zu Beginn des 17. Jahrhunderts gilt als Auslöser für die Indianerkriege der folgenden 300 Jahre. Den vermutlich ersten förmlichen Landabtretungsvertrag schlossen die Holländer 1643 mit den Mohawk. Anders als die Europäer betrachteten die Indianer ihr Land zwar ebenfalls als Eigentum, allerdings in einem gemeinwirtschaftlichen Sinn.
Die englischen Kolonisten sowie die offiziellen Vertreter der britischen Kolonialverwaltung wirkten hingegen darauf hin, auch rechtlich möglichst eindeutige Verhältnisse zu schaffen, durch eine immer länger werdende Liste unterschiedlicher Landabtretungs- und Friedensverträge. Einerseits kamen viele dieser Verträge nur durch die Anwendung von Täuschung oder Druck zustande. Andererseits fühlten sich nachfolgende Siedler nur selten an deren Einhaltung gebunden. 1754 versuchte die Londoner Regierung zwar, das Abschließen von Verträgen als verbindliche Praxis zu etablieren, in der Praxis jedoch scheiterte sie. Eng mit der unterschiedlichen Bewertung von Besitzrechten verbunden war die Abwertung der indianischen Urbevölkerung als unzivilisierte Wilde. Zum einen speiste sie sich aus einem Überlegenheitsgefühl. Im 19. Jahrhundert mischte sich in dieses Überlegenheitsgefühl mehr und mehr die Überzeugung, einer von der Vorsehung auserkorenen Rasse anzugehören, welche dazu bestimmt sei, die herrenlose, unberührte Wildnis in Besitz zu nehmen. Die Indianergrenze verlagerte sich im Verlauf des 17. Jahrhunderts immer weiter ins Landesinnere. Zahlreiche Kriege waren die Folge. Die Franzosen gründeten 1608 in Amerika eine ständige Siedlung. Einige Jahre später besaßen sie bereits nahe dem heutigen Montreal einen Handelsposten. Samuel de Champlain war der Gründer dieser Siedlungen, der sich mit den Huronen verbündete und somit die Feindschaft der Irokesenliga heraufbeschwor. Die Franzosen konnten den Einfluss der Briten auf die US-Staaten New York und Maine vorerst aufhalten. Dem französischen Forscher de Champlain folgten Jean Nicolet und Sieur de La Salle. Letztgenannter fuhr den Mississippi hinunter und nahm für Frankreich die Delta-Mündung in Besitz. Weil jedoch eine Schiffsbesatzung Schiffbruch erlitt, scheiterte die Gründung einer französischen Siedlung. Außerdem standen die Franzosen unter ständigen Angriffen der Spanier. Bei der Erforschung von Texas im Jahre 1687 starb de Salle. Die Abnaki, die Verbündeten der Franzosen waren, belagerten Maine. Sir Edmund Andros versuchte im sogenannten König-Williams-Krieg das Land zu befrieden. Ihre verbündeten Indianerstämme massakrierten die Siedler der englischen Kolonie. 1691 zwang Benjamin Church die Stämme zum Frieden, aber 1697 wurden erneut Siedler getötet oder verschleppt. An Veteranen der Indianerkriege ließ Lord Dunmore aus Virginia trotz der Bekanntgabe im Jahre 1763 Urkunden zur Besiedlung westlich der Appalachen ausgeben. Dies führte unweigerlich zu Konflikten mit Indianern. Sie gingen in die Geschichte als Lord Dunmores Krieg ein. Diese Kampfhandlungen zogen sich bis zum Unabhängigkeitskrieg hin. Die Shawnee griffen die Siedlungen der Veteranen an, was den Gouverneur von Virginia veranlasste, 1500 Mann Miliz zu schicken. Sir William Johnson konnte verhindern, dass sich die Shawnee mit den Irokesen verbündeten. Die größte Auseinandersetzung erfolgte bei Point Pleasant, wo Cornstalk eine Einheit der Miliz überraschte und 50 Soldaten tötete und 100 verletzte. 1774 schloss der Häuptling mit dem Gouverneur Frieden. 1860 brach der Paiute-Krieg aus. Es war der letzte große Konflikt vor dem amerikanischen Bürgerkrieg. Ausgelöst wurde dieser Krieg, als in Nevada Silber gefunden wird. In Virginia City wurden einige Minensucher umgebracht. Zum wirklichen Kriegsausbruch kam es, als zwei Paiute-Mädchen von Weißen vergewaltigt wurden. Die Vergewaltiger wurden getötet und die Poststation niedergebrannt. Dieses Ereignis ging als Massaker bei Williams Station in die Geschichte ein. Es wurde eine Miliz unter dem Befehl von Hauptmann William Ormsby aufgestellt, die am Truckee River in einen Hinterhalt geriet. Die unerfahrenen Minenarbeiter, welche diese Armee bildeten, konnten sich nur durch die Flucht vor den Paiute unter der Führung von Namuga retten.
Der Bundesstaat Kalifornien entsandte nun ihre eigene Miliz, um den schwach bewohnten Nachbargebiet Hilfe zu geben. Einige Soldaten und Weshu-Indianer unter dem Kommando von Jack Coffey Hayes stießen am Big Meadows mit Paiute zusammen, konnten aber keinen Sieg erringen. An der Stelle, wo Ormsby gescheitert war, konnten Hayes-Soldaten 25 Paiute-Krieger töten und 20 Ponys in ihre Gewalt bringen. Die Indianer wurden in die Wüste gejagt. Hayes errichtet an der Mündung des Carson Rivers Fort Churchill. Damit soll der Widerstand der Paiute unterbunden werden. Dieses Gefecht ging als Carson-Wally-Expedition in die Geschichte ein. Der Krieg am Red River, so behaupteten die Comanchen, wäre von den Soldaten provoziert worden. Die Kiowa hatten auch keine Lust, ihr freies Leben in den Prärien aufzugeben und es gegen ein Leben in der Reservation einzutauschen. Sie wollten Büffel jagen und nicht Schafe hüten. In die Geschichte eingegangen ist die Schlacht am Little Bighorn. Als General Armstrong Custer im Juni 1876 am Little Bighorn River im südlichen Montana eintraf, sollte er auskundschaften, wie groß das Lager war, in dem sich Indianerstämme der Lakota, der Cheyenne und der Arapaho versammelt hatten. Doch statt auf Verstärkung zu warten, führte Custer seine 7. Kavallerie in einen aussichtslosen Kampf, der ihm und weiteren 260 Soldaten das Leben kostete. Hierzu nun folgender Ausschnitt aus einer Verfilmung der Ereignisse. Es sind andere Bleichgesichter gekommen. Die Gier nach Gold hat ihre Augen und Herzen geblendet. Sie sind schlimmer als die langen Messer und Blauröcke. Sie haben ihre Weiber mitgebracht und schießen ohne Befehl ihre Häuptlinge. Sie töten das Wild, das sie nicht essen. Sie verunreinigen das Wasser und wollen uns von unserem Land verjagen. Lass die Kriegstrommeln dröhnen! Die Bleichgesichter sind Mörder. Holen wir uns ihre Skalps. Hör den Ruf deiner Krieger, Sitting Bull. Leg die Kriegsbemalung an. Rechte das Sie und Beil aus! Sterben. Sprich, Sitting Bull! Lass uns deinen Rat hören! Wenn ein Mann seinen Bogen auf einen Feind anlegt, so muss er schießen. Und wenn man seine Hand in die Kriegsfarbe taucht, so muss man kämpfen. Wer aber kämpfen will, der muss gerüstet sein. Darum hört meinen Rat. Lasst uns alle Stämme versammeln, bevor ihr den ersten Pfeil abschießt. Es mag einfach erscheinen, die weißen Männer zu vertreiben, die den gelben Stein suchen. Aber wenn wir gegen sie kämpfen, so müssen wir auch gegen ihre Krieger kämpfen, die Soldaten. Und ihre Krieger sind zahlreich und stark. Deshalb sendet Läufer zu allen 7 Stämmen, zu den Cheyennes und den Krähenfedern, die unsere Feinde gewesen sind. Auch zu unseren Vettern im Norden sendet sie. Und ruft sie in unser Lager, alle Krieger unseres Volkes. Denn bevor man einen Pfeil abschießt, muss der Bogen stark genug sein. Brüder, beginnt euren Krieg! Dakota! Dakota!
bei den Wagen. Der Rest mir folgen. Feuer frei! Vorwärts! Flanke angreifen! Halt! Noch mehr weiße Männer gemeldet. Wo sind sie? Los abwärts. Genau wie diese, von den Unseren umzingelt.
wollen uns schmoren lassen. Jawohl, Sir. Los, anschließen! Phillips, bringt die Frauen und Kinder in Sicherheit! Zieh ihn raus! Los, reiten wir weiter. Wohin reiten, Cap? Zu Custer. Jetzt haben Sie Ihren Lohn. Männer gestorben. Tapfere Männer skalpieren wir nicht. Weiter! Massa Windward.
Indianer feiern großen Sieg. Dieser Sieg wird die größte Katastrophe ihres Lebens werden. Die Hauptarmee ist nur einen Tagesmarsch von hier entfernt. General Terry, schnell, wo ist er? Sir? Was gibt's? Sir, melde gehorsamst. Oberst Custers Truppen wurden völlig aufgerieben. Es war ein Gemetzel, Sir. Die Sioux haben mit zehnfacher Übermacht angegriffen. Wo war das und wann? Am Medizinbach, Sir. Gestern Abend. Die US-Armee sollte den Weg gewaltsam freimachen für die Siedler, die im Zuge des Eisenbahnbaus Richtung Westen vordrangen. Die Indianer waren den US-Soldaten zahlenmäßig und technisch weit unterlegen. Auch deshalb hatte ihr Sieg am Little Bighorn symbolische Strahlkraft. Dauerhaft konnten sie der weißen Übermacht aber nichts entgegensetzen. Selbst der widerständigste Häuptling während der Indianerkriege, Sitting Bull, begab sich 1881 in eine Reservation. Der Widerstand der Indianerstämme wurde gebrochen und die weißen Siedler eroberten den Kontinent. Die Apachenstämme wanderten im 14. und 15. Jahrhundert zusammen mit den Dene vom Norden, vermutlich über die östlichen Ausläufer der Rocky Mountains, in die Gegend der heutigen US-Bundesstaaten New Mexico und Arizona sowie ins westliche Texas. In den Jahrzehnten, bevor Amerika 1848 von Mexiko den Südwesten erwarb, wurden die Apachen von spanischen und mexikanischen Sklavenfängern gejagt und zur Verteidigung und aus Rache führten sie einen unbarmherzigen Guerillakrieg gegen die Weißen. Sie waren außerordentlich tapfer, widerstandsfähig und Feinden gegenüber extrem grausam. Oft legten sie weite Entfernungen zurück, um Ranches und Siedlungen zu plündern oder Vieh zu stehlen. Im Gegenzug bekämpften ihre Feinde sie gnadenlos wegen ihrer Scalps, die in Mexiko hohe Preise erzielten, und um Gefangene zu machen, die sie als Sklaven verkaufen konnten. Als der Südwesten in die Hände der Amerikaner überging, waren die Apachen anfangs freundlich zu ihnen, aber die zunehmende Bedrohung ihrer Gebiete durch Goldgräber, Viehzüchter und amerikanische Soldaten machte sie zu Feinden. Die Apachenkriege waren die längsten und kostspieligsten Kriege der USA im 19. Jahrhundert, neben dem Bürgerkrieg. Die Blackfeet waren einst nomadische Jäger und Sammler. Sie wohnten in kleinen Gruppen in Tipis aus Bisonfellen. Zu Jagdzügen schlossen sich manchmal einige Gruppen oder gar ein gesamter Unterstamm zusammen. Die Gruppen waren nicht hierarchisch organisiert, wurden jedoch von Häuptlingen geführt und bei größeren Gruppen gab es zusätzliche Unterhäuptlinge. In Kriegszeiten übernahm zuweilen ein erfahrener Mann als Kriegshäuptling die Führung. Die Alltagsgegenstände wurden vorwiegend aus Knochen, Stein und Holz hergestellt. Krieger waren mit Pfeil und Bogen, Lanzen, Schilden und Keulen bewaffnet. Zu Kämpfen mit feindlichen Stammesgruppen kam es vor allem dann, wenn die Blackfeet oder ihre Feinde zur Jagd in das gegnerische Territorium vordrangen. An den Kriegen gegen die Weißen waren die Blackfeet nicht beteiligt, doch erlitten sie enorme Verluste durch die Pockenepidemien von 1780 bis 1858, die teilweise durch infizierte Decken ausgelöst wurden. Außerdem verkauften weiße Händler den Blackfeet Alkohol in großen Mengen. Zwischen 1868 und 1873 starb rund ein Viertel der Blackfeet an übermäßigem Alkoholkonsum. Wegen der Sprachverwandtschaft wird vermutet, dass die Cherokee ursprünglich von den Irokesen abstammen. Sie bildeten wohl bereits um 1300 ein eigenes Volk. Zur Zeit der Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus waren die Cherokee das mächtigste Volk im östlichen Teil Nordamerikas. Sie bewohnten im südlichen Teil der Appalachen ein Gebiet von ungefähr 60.000 Quadratkilometern. 1654 kam es zu den ersten Kontakten mit den Engländern.
Nach einigen kämpferischen Auseinandersetzungen kamen die Cherokee zu einem der ersten Handelsabkommen mit den weißen Siedlern. Präsident George Washington versicherte den Cherokee im Jahre 1793, dass sie Ausbildung und Unterstützung bekommen und als Vorbild für die Integration anderer indianischer Völker dienen sollten. Die Comanchen waren eine der mächtigsten Indianernationen im Südwesten der Vereinigten Staaten und dominierten die südlichen Plains. Sie wanderten als Büffeljäger zwischen dem Oberlauf des Arkansas und den Prärien des mittleren und östlichen Texas umher. Ihre Jagdgründe, auch Comancheria genannt, erstreckte sich im Osten in die heutigen US-Bundesstaaten Kansas und Oklahoma, im Norden bis Südcolorado und im Westen an die Rocky Mountains. Die Comanchen waren gefürchtete Krieger. Feinde der Comanchen waren die westlich von ihnen lebenden Apachen und die Tonkawa-Indianer. Sie dehnten ihre Raubzüge bis tief nach Mexiko hinein aus. Gegen 1660 begannen die Indianer, in die Ansiedlungen Neumexikos einzufallen. Über 200 Jahre lang hörten diese Einfälle nicht auf. Die tollkühnen Reiter wagten sich bis unmittelbar in die Nähe großer Städte. Die Mexikaner erfüllten die herannahenden Indianerhorden, die oft nicht mehr als 100 Mann zählten, mit Schrecken. Die Krieger nahmen Scalps und trieben Pferde und Maultiere weg. Am 2. Juni 1875 kapitulierte der Quahadi-Häuptling Quampa Parker endgültig vor der US-Armee und musste zusammen mit seinem Stamm in die Reservation gehen. Die Bezeichnung Navajo stammt aus der Tewa-Sprache. Navajo bezeichnet dort ein bestelltes Feld, weil die Navajo im Gegensatz zu den mit ihnen verwandten, aber nomadisierenden Apachen ausgezeichnete Ackerbauern waren. Wie die Apachen überfielen auch die Navajo Pueblos und spanische Ansiedlungen, um besonders Schafe und Pferde zu stehlen, und so entwickelten sie eine neue Wirtschaftsform, die auf Feldbau, Viehhaltung und Beutemachen beruhte. Im Jahre 1804 griffen die Navajo die Spanier an und wurden am Canyon de Chelly blutig zurückgeschlagen. Ein dunkles Kapitel stellt die Versklavung vieler Navajo dar, die von Spaniern und Mexikanern betrieben wurde. Junge Indianer wurden gefangen und gezwungen, unter unmenschlichen Bedingungen in mexikanischen Silberbergwerken zu arbeiten. Nach zahllosen Kämpfen und einer großflächigen Vertreibung der Navajo wurde am 1. Juni 1868 ein Vertrag unterzeichnet, der den Navajo einen Teil der alten Heimat als Reservat zuteilte und die Rückkehr erlaubte. Eines der schönsten Gebiete Nordamerikas hat sich der Stamm der Seminolen ausgewählt. Im 17. und 18. Jahrhundert bildeten sie mit verschiedenen anderen Stämmen in Georgia und Alabama die Creek-Konföderation, wanderten dann aber endgültig hierher, nach Florida. Dieser dokumentarische Film aus den 1950er Jahren zeigt ihr Leben und ihren Alltag. Forscher sagen, dass die Seminolen in Florida eine Entwicklung von mindestens 12.000 Jahren haben. Es gibt Beweise für die Abstammung der Seminolen von Indianern aus dem südöstlichen Gebiet der USA mindestens aus dieser Zeit. Die Spanier entdeckten Florida 1513. Zu dieser Zeit lebten dort etwa 200.000 Vorfahren der heutigen Seminolen in Hunderten von Stämmen, die alle Mitglieder der Muskogee-Sprachfamilie waren. Die ersten Europäer brachten neue Krankheiten wie Masern, Pocken und Erkältungen, die Tausende der eingeborenen Menschen töteten. Der Kampf um Land und Rohstoffe zwischen den sich bekriegenden Spaniern, Engländern und Franzosen brachte weiteren Tod und Vertreibung der Ureinwohner.
Einige der Ureinwohner wollten sich nicht durch die Europäer beherrschen lassen. Die Spanier nannten sie deshalb Chimarrones, freie Menschen. Dieses Wort wurde in die Muskoki-Sprache übersetzt und um die Mitte des 19. Jahrhunderts wurden alle in Florida lebenden Ureinwohner Seminolen genannt. Es soll auch eine Ableitung aus der Creek-Sprache sein und die Bedeutung Entlaufener haben. Die Überlebenden des zerstörten Eindringens der Europäer ließ sie in der Region, die heute als Florida bekannt ist, zusammenschmelzen. Im frühen 18. Jahrhundert wurden mehr Leben und das Heimatland anderer Stämme auf ähnliche Weise zerstört und jetzt durch die Anstrengungen der weiteren Eroberung Amerikas. Zu Creek, Hitchiti, Apalachi und Oconee gesellten sich entflohene Sklaven und andere Menschen auf der Suche nach einem besseren Leben in den dichten, unberührten Wäldern, den Weiten der Prärie und durch Quellen gespeisten Flüsse im Inneren Floridas. Vereint wurden diese Menschen durch den Instinkt zum Überleben und ein gemeinsames Anliegen, die Verweigerung, sich von Weißen beherrschen zu lassen. Während der frühen Tage ihrer Existenz hat die US-Regierung eine Politik der Vertreibung und der Auslöschung gegen die Ureinwohner der östlichen USA geführt. Sie wurden systematisch von den weißen Siedlungen entfernt. Florida war bis 1821 unter der Kontrolle der Regierung Spaniens. Aber die US-Gebiete Georgia, Alabama und Louisiana waren ihre unmittelbaren Nachbarn. Die US-Regierung wollte mit allen Mitteln die Spanier aus Florida vertreiben, auch mit Krieg, um dieses reiche Land in Besitz zu nehmen. In den Jahren 1784 bis 1821 war Florida ein Schauplatz von ständigen internationalen Auseinandersetzungen. Auch Abenteurer beteiligten sich daran, in dem Wunsch, dort ihr eigenes Reich aufzubauen. Die Seminolen haben bis weit in das 20. Jahrhundert hinein überlebt. In ihren traditionellen kleinen Lagern in den Sümpfen, abgeschieden von der Gesellschaft und dem Rest der Welt, leben sie nach ihren Traditionen, während andere Stämme sich modernen Kulturen angepasst haben. Das 20. Jahrhundert begannen die Seminolen dort, wo sie mit Ende der Kriege gegen sie zurückgelassen wurden, in Armut, versteckt in abgelegenen Camps in den wilden und nassen Gebieten von Südflorida. An diesen Orten, in Ruhe von Angriffen der Regierung, schafften es die letzten wenigen Indianer Floridas, von ihrem Land zu leben, mit einem minimalen Kontakt zur Außenwelt. Die Jagd, Fallenstellen, Fischen und der Handel mit den Weißen waren ihre wirtschaftlichen Grundlagen. Ihr Leben war schlicht und einfach, doch sie waren frei. Für viele Jahre überraschte die Besucher Südfloridas die farbenfrohe Kleidung der Seminolen. Bänder mit komplizierten Mustern schmückten die meisten Kleidungsstücke. Patchwork-Kleidung, von vielen als der Seminolen traditionelle Kleidung betrachtet, ist in Wirklichkeit modern und um 1920 sehr verbreitet. Die Männer des Stammes der Seminolen hatten sich vor allem auch das Rauchen bewahrt.
Eine Mischung aus Tabak und anderen pflanzlichen Teilen, wie zum Beispiel Weidenrinde, war es, das zum Rauchen in den Pfeifen benutzt wurde. Und moderne Seminolen hatten dann auch die Filterzigarette für sich entdeckt. Aus dem Studium früher Zeichnungen und den Untersuchungen der wenigen Kleidungsstücke wurde herausgefunden, dass die Kleidung der Seminolen der Stämme im Südosten ähnlich war. Es scheint auch so, als seien die Kleidungsmuster aus dieser Zeit in Mode bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Kleidung der Frau bestand aus einem bodenlangen Rock und einer langarmigen Bluse mit angesetzter Kapuze. Die Bluse war sehr kurz und reichte gerade über die Brust. Zur Ergänzung trug die Frau so viele Ketten aus Glasperlen, wie sie sich leisten konnte. Die Vielzahl der Glasketten war immer die Ursache zur Belustigung der nicht-indianischen Beobachter und war der Ursprung zu vielen Geschichten. Die erste Regierung der Seminolen brachte das bis dahin bestehende Chaos unter Kontrolle und erwirtschaftete erste Einkommen. Dies war der Beginn der modernen Seminolen in Florida. Weitsichtige Mitglieder der Verwaltung sahen die wirtschaftliche Zukunft weiter als die kleinen touristischen Unternehmen, die Alligator-Shows, die Stände mit Handwerk am Straßenrand und die Touren durch die Dörfer. Bislang waren diese Unternehmungen die Grundlage der Wirtschaft. Die nächste Generation erkannte den Vorteil von unabhängigen Wegen zum wirtschaftlichen Wohlstand. Geschäftsleute brachten ihre Erfahrungen ein und taten sich mit den etablierten Führern zusammen. Sie bewegten die Einkommen weit über die Grenzen von Millionen Dollars. In den Stämmen Geborene nutzen ihren Einfluss, neue Ideen bekannt zu machen und die Zustimmung für deren Durchführung zu erhalten. Die Seminolen, die stets ein stolzer Stamm waren, wandelten sich zwar im Laufe der Zeit, doch ihrer Natur, ihren Tieren und ihrer Kultur sind sie bis heute treu geblieben. Und dazu gehört natürlich auch die Jagd. Heute können sich die meisten Mitglieder der Stämme eine moderne Wohnung und Gesundheitsvorsorge leisten. Der Stamm gibt im Jahr über 1 Million Dollar für Erziehung aus. Über 300 Stammesmitglieder sind Angestellte in Dutzenden von Regierungsabteilungen, eingeschlossen der Polizei. Viele neue Unternehmen werden von den Verwaltungsorganen unterstützt. In der Verfassung ist der Tribal Council als leitende Institution der Regierung festgelegt. Er setzt sich zusammen aus dem Vorsitzenden, seinem Vertreter und den von Reservaten gewählten Vertretern. Von ihm werden die Polizei, die Human Resources Programs, die Glücksspielgesellschaften, die Zitrusplantagen, die Billy Swam Safari, das Museum und die Mehrheit der Tabakgeschäfte verwaltet. Die Regierung der Seminolen ist befreit von allen Staats- und Regierungssteuern. Die Stammesmitglieder sind jedoch für alle Steuern verantwortlich, die auch ein Bürger außerhalb des Reservats abführen muss. Der Stamm hat kein System der Rechtsprechung. Rechtsfälle, die nicht auf Stammesebene außergerichtlich erledigt werden können, kommen vor normale amerikanische Gerichte. Das moderne Leben der USA und das moderne Leben der Seminolen hat sich im Laufe der Zeit stark angepasst und zu einem friedlichen und lebendigen Miteinander geführt.
Die Bemühungen zur Erhaltung der einzigartigen alten Kulturwerte zusammen mit der Leitung eines modernen Wirtschaftsunternehmens ist das Hauptbestreben der Seminolen in Florida. Die Nachkommen von Osceola und anderer großer Führer sind einen weiten Weg gegangen, seit die Kugeln aufhörten zu fliegen. Heute ist das Schlachtfeld häufig ein Gerichtssaal, in dem die Seminolen gezeigt haben, dass sie ihre Rechte verteidigen können. Die stolze, unbesiegbare Gemeinschaft der Seminolen bleibt immer ein wertvoller Bestandteil von Floridas reicher Geschichte. Die Eröffnung von Smokeshops brachte regelmäßige Einnahmen und tun es auch heute noch. Die erste Bingo-Halle eröffnete in Hollywood. Die Durchsetzung des Spielbetriebs gegen bestehendes Recht, nach Bundesrecht ist das Spielen jedoch nicht verboten, öffnete den Weg für viele Indianerstämme. Heute ist das Glücksspiel der größte Wirtschaftsfaktor in allen indianischen Gebieten. Und an vielen Orten in Florida werden den Besuchern und Touristen Alligator-Vorführungen vorwiegend von Seminolen dargeboten. Unter der Führung von James Billy festigten sich die Seminolen sowohl politisch als auch finanziell. Zwei neue Reservate kamen hinzu, ein neues Hotel konnte eröffnet werden. Daneben gründete man neue Schulen, Museen und touristische Einrichtungen. Die Smokeshops wurden weiter verbreitet. Die Seminolen hatten eine solide wirtschaftliche Grundlage. In Florida existieren gegenwärtig 5 weitere Reservationen und die meisten von ihnen haben sich dem modernen amerikanischen Leben angepasst und haben dort ihren Platz gefunden. So wie auch diese Kinder, für die ein regelmäßiger Schulbesuch selbstverständlich ist. Und damals wie heute betreiben die Seminolen zwar vorwiegend Fischfang, aber auch die Jagd und die Viehzucht gehören dazu. Traditionelle Kultur, Religion und Freizeitaktivitäten der Seminolen, gleichzeitig aber auch wirtschaftlicher Erfolg, hängen von einem gesunden Ökosystem der Everglades ab. In der Tat ist die Identität des Stammes so eng mit dem Land verbunden, dass seine Mitglieder der Meinung sind, dass der Stamm sterben wird, wenn das Land stirbt. Die Natur, die Tiere und ihr Land, dies alles bleibt in der Seele der Seminolen fest miteinander verbunden, damals wie heute. Und mit eigenen Radiostationen und Zeitungen wird eigenes Lehrmaterial produziert. Zeitungsartikel fördern die traditionelle Sprache und Kulturen. Die Agentur sponsert Programme, in denen Stammesmitglieder historische Orte kennenlernen. In Lehrprogrammen soll das geschichtliche Bewusstsein der Seminolen gefördert werden. Auch wenn man sich angepasst hat und miteinander lebt, die Seminolen wollen ihre Kultur und ihre Geschichte niemals vergessen. Otsego,
Great Indian nations once lived across this land. The Navajos, the Apaches, the Zunis, the Papagos. Now the Indians are broken. But it is said when an Apache brave rides in these hills, with the coming of the sun, the Indian nations will again be great. My grandfather is an Apache. He's the grandson of the great chief Geronimo. I am part Papago Indian. We live on a reservation in Arizona. My name is Geronimo Jones. My grandfather is a real medicine man. He says someday I'll be a medicine man too. He told me my medallion has powerful magic. After school, I think I'll go to town. Let's go? Yeah! Come on.
George is my cousin. He's an astronomer. He wants me to be an astronomer too. Last week, he took me to where he works. He let me look at the sun. Just like to take your horse into the desert for a nice stroll, don't you? All right, boys and girls, let's take a little drill on words from the English to the Papago and vice versa. Valium, shine. Great Indian nations once lived across this land. Can you tell me how horses are being used on the reservation? But it is said when an Apache brave rides in these hills, with the coming of the sun, the Indian nations will again be great. Now the Indians are broken. My father was in Vietnam. He's buried here.
Come here, son. Mighty nice trinket you got there. Looks like a genuine old Apache piece. Where'd you get it? My grandfather gave it to me. Is that so? Seems to me like you got a mighty nice grandfather, son. If he were my grandfather, I wouldn't be thinking about baseball gloves. I'd be thinking about getting him something. How about this nice felt hat? No? How about a nice pair of boots? I know. I've got a second-hand fixed-up TV set back here. Come on, let's take a look. You know, son, TV is a blessing for old folks but ain't got nothing to do. A real blessing. How'd you like to swap that trinket of yours for this here TV set? Your grandpa would sure appreciate it. You want to make your grandpa happy? Take him home this here TV set. Our friend, Herman. What do you say, boy? Okay. Now that's real nice, son. I'm gonna get my helper to take you and the TV set home right now. Okay. You hear me?
coming of the United States cavalry, the Indians were defeated. The Arizona Territory, now safe for the settlers, prospered and grew. And in 1912, became the 48th state of the Union.